Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesverteidigungsminister Scharping hat heute vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestages die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er bestritt erneut, die Flugbereitschaft der Bundeswehr zu privaten Zwecken genutzt zu haben und legte eine umfangreiche Liste über seine Flüge vor. Die Opposition sprach von Widersprüchen und bekräftigte ihre Rücktrittsforderung. Mit Scharpings Flügen soll sich jetzt der Bundesrechnungshof beschäftigen. Der Ausschuss berät morgen weiter. Der Verteidigungsminister in der Informationsoffensive. 349 Flüge sind in dieser Liste penibel festgehalten. Und alles, so betont er, sei vorschriftsmäßig gewesen. Viele andere Flüge habe er sogar zu Lasten seiner Privatkasse abgerechnet. Deshalb sieht er weiter keinen Grund zum Rücktritt. Ich sehe keinen Grund, dieser Forderung nachzukommen und weiß mich in völliger Übereinstimmung mit dem Bundeskanzler, meiner Partei, meiner Bundestagsfraktion. Aber dann doch öffentlich ein Eingeständnis zur moralischen Bewertung der Affäre. Ich kann das nicht ungeschehen machen, aber ich kann es bedauern. Und das habe ich deutlich in meiner Bundestagsfraktion und gegenüber der Öffentlichkeit getan. Im Regierungslager versuchte der Kanzler, seinen Verteidigungsminister aus der Schusslinie zu nehmen. Er hat immer klar erklärt, er kann nachweisen, dass jeder Flug dienstlich veranlasst ist. Und ich habe nicht den geringsten Grund, daran zu zweifeln. Nur flau, die Verteidigung Scharpings allerdings beim grünen Koalitionspartner. Die Frage des Ministers hat nicht der kleinere Fraktionspartner zu klären. Aus meiner Sicht ist den Angaben des Ministers in diesem Bereich zu glauben. Und der Rest liegt nicht in der Kompetenz des Verteidigungsausschusses. Die Opposition bleibt dabei. Die Autorität des Ministers sei unwiederbringlich beschädigt, sein Mallorca-Flug unaufgeklärt. Außerdem habe er öffentlich Geheimnisverrat zum Schaden der Soldaten in Mazedonien begangen. Die Forderung der CDU/CSU auf Rücktritt dieses Ministers, die bleibt nicht nur erhalten, die wird erhärtet durch das, was hier stattfindet. Er sei froh, dass er nun wieder zu seiner normalen Arbeit zurückkehren könne, sagte der Minister beim Weggang. Der Rücktritt Scharpings ist erst einmal abgewehrt, aber ob der Fall damit wirklich schon erledigt ist, ist immer noch nicht sicher. Schon morgen früh muss der Minister erneut vor dem Verteidigungsausschuss Rede und Antwort stehen. Die Diskussion über Verteidigungsminister Scharping hat nach Ansicht der niedersächsischen SPD auch das Abschneiden der Partei bei der Kommunalwahl beeinflusst. Während die CDU ihre Position als stärkste Kraft in den Kommunen Niedersachsens ausbauen konnte, hat die SPD nur minimal zugelegt. Die Grünen mussten deutliche Verluste hinnehmen, liegen aber weiter vor der FDP. Der sozialdemokratische Oberbürgermeister von Hannover, Schmalstieg, wurde überraschend bereits im ersten Wahlgang in seinem Amt bestätigt. An der Frankfurter Börse sind die Aktienkurse heute auf neue Tiefstände gesunken. Der DAX fiel zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Dezember 98 und am neuen Markt rutschte der NEMAX 50 auf ein Rekordtief. Von den Verlusten besonders betroffen war unter anderem die Aktie der Telekom. Sie sank vorübergehend unter den Ausgabekurs von 1996. Weltweit sind die Börsenkurse am Taumeln, auch in Frankfurt wurden heute neue Negativrekorde aufgestellt. DAX und NEMAX, die wichtigsten Kursbarometer für den deutschen Aktienmarkt, durchbrachen zeitweise wichtige Eckwerte. Der Index der sogenannten Blue Chips, der DAX, streifte die 4.500-Punkte-Marke. Der neue Marktindex für Technologietitel fiel zeitweise unter 900 Punkte. Verunsicherung. Es liegt sicherlich daran, dass also nach den vorgenommenen Zinssenkungen weltweit die konjunkturelle Erholung noch nicht sichtbar ist und von daher die Marktteilnehmer nach wie vor nervös sind. Die sogenannte Volksaktie der Telekom fiel heute erstmals unter den Ausgabepreis der ersten Tranche vom November 96, war also weniger als 14,57 Euro wert. Belastet wurden die Kurse auch durch Verluste des Finanzdienstleisters MLP sowie des Softwareherstellers SAP. Kursverluste von über 10% mussten Aktionäre verkraften. Hauptursache für mich ist im Augenblick, dass die Konjunktur in allen drei großen Wirtschaftszentren der Welt abwärts gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten, in Europa und in Japan, wo die Pferde auch nicht saufen wollen. Das ist, glaube ich, für mich der Hauptgrund, dass die Gewinnerwartungen für die Unternehmen immer weiter zurückgenommen werden und dementsprechend die Kurse laufend angepasst werden müssen. Am Nachmittag erholten sich die Aktien zwischenzeitlich. Spekulanten trieben die Kurse nach oben. Gegen Abend gaben sie wieder deutlich nach. Die Verunsicherung derzeit ist allgemein groß. Auch die Fondsgesellschaften sortieren ihre Depots neu. Die von vielen erhoffte Kehrtwende ist angesichts der anhaltenden Konjunkturschwäche nicht in Sicht.
Angesichts des Milliardendefizits bei den Krankenkassen will Bundesgesundheitsministerin Schmidt die Ausgaben für Arzneimittel deutlich senken. Dazu sollen Ärzte statt bestimmter Medikamente künftig vor allem Wirkstoffe verschreiben. Der Apotheker habe dann die Aufgabe, ein möglichst preiswertes Präparat auszuwählen. Ärzte und Apothekerverbände begrüßten das Vorhaben. Kritik kam dagegen von der Pharmaindustrie. Viele Medikamente sind gleich in der Zusammensetzung, aber nicht im Preis. Und oft greifen die Ärzte auch auf Wunsch des Patienten nach dem teuersten. 8 Milliarden werden so jedes Jahr vergeudet. Nun soll es anders werden. Der Arzt verordnet nur noch den Wirkstoff. Der Apotheker sucht dann dazu das passende, vor allem billige Medikament. Arzneimittelsektor ist derjenige, der am meisten mit den Kosten explodiert. Und ich bin derzeit dabei, nach Mitteln zu suchen oder Instrumenten zu suchen, die zu Einsparungen führen, ohne dass die qualitative Versorgung der Patientinnen und Patientinnen mit Arzneimitteln eingeschränkt wird. Die neue Verordnungsweise soll nicht zur Pflicht werden, aber zukünftig die Regel sein. Die Ärzte könnten damit leben. Der Sparzwang wird vom Arzt auf den Apotheker übertragen. Und dann ist es eher eine Frage der Compliance, also der Anerkenntnis durch den Patienten. Er muss sich damit auseinandersetzen, dass er vielleicht nicht mehr die grüne, sondern die gelbe Packung bekommt vom Apotheker. Und da bedarf es einiger Überzeugungsarbeit. Bei den Apothekern ist die Freude über die neue Kostenverantwortung gedämpft. Nicht nur wegen des zu erwartenden Ärgers mit den wählerischen Patienten. Billigere Medikamente spülen auch weniger Geld in die Kasse. Es kann sich hier nicht um das Billigste handeln. Denn das wäre ja nur ein einziges Arzneimittel. Und das wäre mit Sicherheit nicht ausreichend, um den Markt zu versorgen. Sondern es muss sich um preisgünstige Arzneimittel handeln. Sagen wir mal im Bereich des unteren Drittels. Noch im Herbst soll ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht werden. Im Streit um ein Zuwanderungsgesetz wollen die Innenminister von Bund und Ländern jetzt in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe einen Kompromiss finden. Darauf hat sich Bundesinnenminister Schily bei einem Treffen mit seinen Länderkollegen in Magdeburg verständigt. Schily zeigte sich erneut zuversichtlich, dass es trotz der Kritik zu einem parteiübergreifenden Konsens kommt. Die Union blieb unterdessen bei ihrer ablehnenden Haltung. Das CDU-Präsidium lehnte die Vorlage in Berlin heute einmütig ab. Für das geplante Zuwanderungsgesetz hat Otto Schily an allen Fronten zu kämpfen, heute beim Treffen mit den Innenministern der Länder. Unbeirrt von allen Angriffen beharrt er darauf, das Kabinett werde noch in diesem Monat den Entwurf beschließen. Er zeigte sich optimistisch, bei der Zuwanderung zu einem guten Ende zu kommen. Es ist auch so, der Kabinettsentwurf, der vorliegen wird und der zu beschließen sein wird, muss auch Vorstellungen aus der Opposition aufnehmen. Das war immer der Auftrag, das war auch die Einigung zwischen den Koalitionspartnern. Das ist kein rein rot-grüner Entwurf, das kann es gar nicht sein. Aber jeder muss wissen, welche Verantwortung er hat. Otto der Große machte es im Mittelalter vor, ein vereintes Europa mit Zuwanderung. Die Atmosphäre beim Magdeburger Treffen war offen, eine gute Voraussetzung, um Kompromisse bei strittigen Fragen zu finden. So hat der Bundesinnenminister den Ländernkollegen bei den Kosten für die Integration finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. Dennoch, der Entwurf Otto Schilys bleibt strittig. Meiner Meinung nach ist klar, die Grünen wollen mehr Zuwanderung. Wir wollen keinesfalls mehr Zuwanderung, sondern eine andere Zuwanderung, weniger, die die Sozialsysteme belastet. Und daraus ein gemeinsames Paket schnüren zu wollen, das ist meines Erachtens extrem schwierig. Und deswegen sage ich nach wie vor, ich glaube nicht recht dran. Dennoch, nach dem Magdeburger Treffen ist sich Bundesinnenminister Schily sicher, dass am Ende bei der Reform des Ausländerrechts Vernunft und Verstand siegen werden. Dass ein rot-grünes Zuwanderungsgesetz den Bundesrat auch mit Unionsstimmen passieren wird. Zur Halbzeit der Waffensammelaktion in Mazedonien hat die NATO-Truppe heute eine positive Bilanz gezogen. Die Lage am Kontrollpunkt Brodec, wo albanische Rebellen ihre Waffen abgeben, sei ruhig geblieben, sagte ein NATO-Sprecher. Unklar ist bislang, ob die Regierung in Skopje einer längeren ausländischen Truppenpräsenz zustimmen würde. Die Europäische Union hat sich nachdrücklich für eine Nachfolgemission ausgesprochen. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag haben am Vormittag 3 neue Prozesse gegen 7 Angeklagte begonnen. Besonderes Interesse gilt dem Verfahren um eines der grausamsten Verbrechen des Balkankonflikts. Dem 47-jährigen Mitar Vasiljevic wird vorgeworfen, mehrere Dutzend Moslems in ein Haus gelockt zu haben, das später verschlossen und angezündet wurde. Um die große Zahl der Verfahren abwickeln zu können, sind den Strafkammern zusätzliche Richter zugeordnet worden.
Der UN-Sicherheitsrat hat das Waffenembargo gegen Jugoslawien aufgehoben. Es war die letzte bestehende Sanktion gegen Belgrad und 1998 als Reaktion auf die Unterdrückung der Kosovo-Albaner verhängt worden. In der Begründung des Weltsicherheitsrates hieß es, die neue jugoslawische Führung habe alle von den UN gestellten Forderungen erfüllt und arbeite konstruktiv mit der internationalen Gemeinschaft zusammen. Trotz anhaltender Gewalt gibt es offenbar Bewegung im Nahostkonflikt. Palästinenser Präsident Arafat und der israelische Außenminister Peres wollen sich möglicherweise morgen treffen. Das hat unser Korrespondent in Tel Aviv heute Nachmittag erfahren. Danach soll die Zusammenkunft in Erez an der Grenze zum Gazastreifen stattfinden. Der genaue Zeitpunkt des Treffens ist allerdings noch unklar. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Polizeirevier in Istanbul sind zwei türkische Beamte und die Attentäterin getötet worden. Die Behörden sprechen von mindestens 20 Verletzten, unter ihnen 17 Polizisten. Nach Angaben des Fernsehsenders NTV hat sich eine linksgerichtete Terrororganisation zu dem Anschlag bekannt, die den Hungerstreik türkischer Häftlinge unterstützt. Die Bombe detonierte in unmittelbarer Nähe des deutschen Konsulats. Das Gebäude wurde jedoch nicht beschädigt. In Weißrussland ist Präsident Lukaschenko wiedergewählt worden. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt er knapp 76% der Stimmen. Internationale Beobachter und die Opposition werfen ihm allerdings massiven Wahlbetrug vor. Hunderte Menschen demonstrierten nach der Wahl gegen die weißrussische Führung. Das Hauptquartier von Lukaschenkos Gegenkandidat. Die ganze Nacht hatten sie hier ausgeharrt, der Regierung dreiste Wahlfälschung vorgeworfen. Wladimir Gontscharik habe nicht 15, sondern 40% der Stimmen bekommen, Lukaschenko entsprechend weniger. Das seien eigene Daten und die der unabhängigen Beobachter, so Gontscharik. Pressezensur, undurchsichtige Vorwahlen, Behinderung der Opposition. Die Beobachtermission der OSZE übte scharfe Kritik. Die Präsidentschaftswahlen 2001 entsprachen nicht den OSZE-Bedingungen für eine demokratische Wahl. Trotzdem dürfe der Westen Weißrussland nicht länger isolieren, um die Ansätze einer Zivilgesellschaft zu stärken, die während der Wahl deutlich wurden. Doch Alleinherrscher Lukaschenko sandte bei der Pressekonferenz, die mehr einer sowjetischen Jubelfeier nachempfunden war, eher trotzige Signale aus. Eine Anerkennung der Wahl durch den Westen brauche sein Land nicht. Kritische Fragen wies Lukaschenko harsch zurück, ebenso den Vorwurf der Wahlfälschung. Die Opposition sei einfach unfähig. Die Empörung der Opposition, die Proteste der Internationalen, all das beeindruckt den Autokraten Lukaschenko herzlich wenig. Solche Demonstrationen wurden regelmäßig von den Sicherheitskräften brutal aufgelöst, bevor die Fernsehteams und die Diplomaten aus dem Westen zur Wahl kamen. Aber die sind morgen wieder weg. Ab morgen kann Lukaschenko wieder normal regieren. Geschäfte mit gepanschtem Alkohol haben in Estland zu zahlreichen Todesfällen geführt. Mindestens 24 Menschen starben an einer Methanolvergiftung. Nach Angaben der Polizei werden rund 37 Opfer noch in Krankenhäusern in Tallinn und der Hafenstadt Pärnu behandelt. Viele von ihnen seien in kritischem Zustand. Bisher wurden 4 Verdächtige festgenommen, die den illegal gebrannten Alkohol in Umlauf gebracht haben sollen. Die 9 Ostseestaaten haben sich auf Maßnahmen zum Schutz vor Tankerunfällen geeinigt. Unter anderem soll von 2003 an der gesamte Ostseeschiffsverkehr durch ein neues elektronisches System überwacht werden. Standort ist Warnemünde. Damit soll auch schneller auf Unglücke, die die Umwelt gefährden, reagiert werden können. Die Initiative zu dem Treffen der Verkehrs- und Umweltminister in Kopenhagen kam von Dänemark. Zahlreiche Wald- und Buschbrände haben in Südfrankreich mehr als 1000 Hektar Wald vernichtet. In der Region um Castellet waren seit Sonntagnachmittag mehrere hundert Feuerwehrleute im Einsatz. 3 Campingplätze und 100 Häuser mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. Weitere Feuer wüten in der Haute-Provence und im Norden Korsikas. Die Polizei vermutet zumeist Brandstiftung als Ursache. Mittlerweile sind alle Brände unter Kontrolle. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 11. September. Über der Ostsee hat sich ein kräftiges Tief eingenistet, das uns auch morgen wieder dunkle Regenwolken bringt. Von Südengland über Frankreich bis nach Spanien sorgt ein Atlantikhoch für Sonne. Am Mittwoch gewinnt das Hoch auch in Deutschland an Einfluss. Heute Nacht hängt der Himmel voller Wolken, die auch ein paar Regenschauer bringen. An der Küste kann es gewittern.
Von der Nordsee zieht morgen früh ein kräftiges Regenband heran, das sich im Tagesverlauf nach Süden ausbreitet. In den Nachmittagsstunden beginnt es im Norden aufzuklaren, während es südlich des Mains noch kräftig regnet. Es bläst ein mäßiger bis frischer Wind um West, an der See und auf den Bergen Sturmböen. An der Küste heute Nacht bis 12, sonst 7 bis 11 und am Alpenrand 4 Grad. Dort morgen 10 Grad, im übrigen Land 13 bis 16, an Elbe und Oberrhein bis 17 Grad. Am Mittwoch wieder mehr Sonne und etwas wärmer. Aber am Donnerstag ziehen von Nordwesten neue Regenwolken heran, die auch am Freitag für wechselhaftes Schauerwetter sorgen.